familiengeführtes Handwerksunternehmen und wir haben 7 Verkaufsstellen mit wenig Liefergeschäft und auch nicht so einen starken Café- oder Gastronomiefokus wie andere Kollegen, die auch, weil ja Veranstaltungen jeglicher Art sowie Gastronomie geschlossen war, einfach in dem Verhältnis, wie der Anteil war, der Umsatz geschrumpft ist. Bei uns waren das ca. 20%, die von einem Tag auf den anderen weggefallen sind. Natürlich auch die Rohstoffkosten und die Arbeitskraft auf der einen Seite, aber die Umorganisation, Arbeit zu suchen, sich um Kurzarbeit zu kümmern und den Mitarbeitern vor allem Sicherheit zu geben, das war die mit Abstand größte Herausforderung. Also die Unsicherheit in der Belegschaft, wo geht es als nächstes hin, wird der Umsatz wiederkommen? Das war auch lange eine Frage. Naja, also auch eine Perspektive zu bieten, ne? Also den Blick hinter die Krise zu richten und selber auch bei Unsicherheit Ruhe auszustrahlen und zu sagen, wir sehen hinter die Krise, wir glauben, dass es besser wird, wir glauben, dass es ein Leben nach der Krise gibt. Insgesamt gab es Lieferengpässe, die waren auch teilweise sehr unangenehm, muss man ehrlicherweise sagen. Die haben sich auf verschiedensten Bereichen niedergeschlagen. Wir konnten glücklicherweise immer irgendwie auch noch Lösungen finden, auch mit bewährten Partnern. Die Bäcker untereinander oder auch die, ich sag mal, das ganze Netzwerk um die Bäckereien herum von Zulieferern und so. Da sind einfach Freundschaften gewachsen in den letzten Jahren, die sich jetzt in der Krise bewährt haben, wo dann Partner uns geholfen haben. Wir hatten sogar mit einem befreundeten Bäcker eine Kooperation, dass falls Produktionsausfall ist in der Nacht, durch einen Corona-Fall und Quarantäne, dass wir uns gegenseitig beliefert hätten mit Produkten, damit man zumindest eine Grundausstattung gehabt hätte in den Läden. Also da war ein wirklich guter Zusammenhalt. Also das Netzwerk hat sich auf jeden Fall, also das Investment in das Netzwerk hat sich ausgezahlt in der Krise. Eine der Hauptmaßnahmen, die wir getätigt haben, war den Mitarbeitern, die wir schon da hatten, die Fachkräfte, die wir schon da hatten, dass wir denen Sicherheit gegeben haben, durch unter anderem Aufstockung des Kurzarbeitergeldes, durch persönliche Ansprachen, durch auch Zusammenhalt stärken innerhalb der Firma. Corona-Prämie haben wir dann tatsächlich auch noch ausgezahlt als Dankeschön an die Mitarbeiter, die so mitgezogen haben. Wir haben weiter ausgebildet. Das ist auch eine weitere Maßnahme, die wir getroffen haben. Wir haben sogar unsere Ausbildungskapazitäten erweitert in der Krise. Also haben mehr Azubis dazugenommen und sind auch dabei, weiter unsere Qualität dort zu erhöhen. Die Hauptveränderung war das Umdenken. Also in einer Krise sich neue Wege zu überlegen, zusammenzuhalten. Ich glaube, dass das wirklich nachhaltig ist und wir da stärker aus der Krise herausgehen. Mhm. Auch wenn es viel Nerven gekostet hat, viel auch Schmerz war. Es viele Krisengespräche gab mit Mitarbeitern, die auch verzweifelt waren, wir in der Geschäftsleitung auch nicht immer wussten, was ist der nächste richtige Schritt. Zum Beispiel haben wir uns entschieden, ein altes Café von uns umzubauen mit einem größeren Kaffeebereich Anfang dieses Jahres. Und genau in der Zeit war Lockdown. Und da investiert man einen hohen sechsstelligen Betrag in eine Filiale, um sie nicht öffnen zu können. Also Stühle und Tische werden geliefert. Am Tag der Eröffnung darf sich keiner hinsetzen. Ist schon ein wirklich nicht gutes Gefühl. Aber trotzdem die richtige Entscheidung. Und das Krasse ist, wir haben so viel positive Rückmeldungen bekommen, dass Leute gesagt haben, wow, was für ein Zeichen, ihr investiert in der Krise. Okay, das ist inspirierend, wir folgen dem, wir lassen uns nicht dadurch niedermachen, wir lassen uns nicht niederdrücken, sondern wir denken nach vorne, positiv gestalten. Und das ist halt, dann ist man plötzlich mehr als nur ein Bäcker. Das ist ein Trend, den es sowieso schon gibt. In der globalisierten Welt versuchen Hauptlieferanten und gerade von Rohstoffen so weit wie es möglich ist, regional zu gestalten. Weil einfach lange Lieferwege ja auch teilweise richtig absurd sind. Also wenn dann irgendwie ein bestimmter Rohstoff von Übersee per Tanker geliefert wird, wenn es doch aber im Ort nebenan vielleicht auch einen Produzenten gibt. Also das ist ein Rat, aber den macht ja das Cluster Ernährungswirtschaft schon, indem es diese Netzwerkarbeit stärkt,
auch gerade zum Beispiel in Brandenburg mit ProAgro und anderen Partnern Netzwerkarbeit stärken. Insgesamt in Menschen investieren, in Beziehungen investieren. Das ist oftmals eine bittere Erkenntnis in Krisen, dass das dann das ist, was durchträgt und was tatsächlich einen Unterschied macht. Aber ich glaube auch, dass die persönliche Haltung, wie gehe ich mit so einer Krise um, das persönliche Wertebild, die Stabilität des Unternehmers, dass das auch eine Rolle spielt. Und dass es gut ist, sich in, ich sag mal, Nicht-Krisenzeiten, in gesunden Zeiten, in normalen Zeiten, auch damit zu beschäftigen.